Kreuzend im Namen Jesus Christus, und ich wünsche jedem Gottes Segen. Ich will die Verse lesen, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, 7 und 8. Oder so sein das. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der, der es jetzt aufhält, hinweggetan werden muss. Und dann wird der Böse offenbar werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes und ihm ein Ende machen wird durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Autorität aus Paulus schrieben dort, wie das Geheimnis von dieser Gesatzlosigkeit all wirksam. Du wir all des Jähes von dem Angehorsam, wo der Herrscher der Jähe in Gott, der sich all unja diese ja, Oberfläche rehen, dort kommen zu sein. Hei wir in eine geheimnisvolle Form am Wort. Der Jähes, die wir damals sozusagen all im Anfang mit dem Schlachtenwort sich entfalten dort. Was hat das gehindert, dass das nicht all oben geworden ist? Und er sagt das hier, was er noch abholen wird, dem Heiligen Jesus in der Gemeinde. Der Heilige Jesus ist da, während jeder Einzelne, glaube ich, wohnen wird. Diese bewahrende Kraft, die wird diese Funktion wird er ausüben, was er wird in den Weg sein, dass heute was die Gemeinde wird entrückt worden. Doch hier gibt es noch was zu bedenken, wie konnte der Jesus diese Welt rückgenommen werden? Es hat als eine Person von der Gottheit nicht allgegenwärtig, der hat nicht überall und zu jeder Zeit immer durch, wie konnte er dann diese Welt verloten? Natürlich ist der Jesus allgegenwärtig, der ist alle Wehen, und er ist immer in einer derselben Zeit und alle steht anwesend. Und doch ist er in einem ganz anderen Sinn zu Pfingsten auf diese Erde gekommen. Jesus hat wahre Hohl versprochen, dass heute die Führer dem Jesus schicken würden, Johannes 14. Wir kommen nur der Jesus, er kommt am ständig in die Gemeinde und in jedem Gläubigen zu wohnen. Bat er den Pfingsttag, wie der Jesus bei den Gläubigen, doch seit den Pfingsten, dann wohnt er in Ernst, Johannes 14. Bat er den Pfingsttag, dann konnte er so viel kommen, dass der Jesus von den Gläubigen wahre Wahrschenk, und davon habe ich auch das Gebet von David. Denn Jesus von deiner Heiligkeit nahm nicht von mir wahr, im Psalm 51,3. Aber seit Pfingsten bleibt der Heilige Jesus. Für immer bleibt er in den Gläubigen und durch die Gemeinde in der Gemeinde. Johannes Kapitel 14. Ich denke, dass der Heilige Jesus die Welt in demselben Sinn verloren wird, wo heute Pfingsten gekommen ist, da heute in den Gläubigen und in der Gemeinde Bäne wohnend. Er wird noch immer diese Welt sein, Menschen von ihrer Sünde überzeugen und ihr zu dem ratenden Glauben an Jesus Christus führen. Wenn er bei der Entrückung wahrgenommen wird, dann heißt das nicht, dass China mehr während dieser großen Trübsal gerat werden kann. Natürlich kommen Menschen dann auch noch zum Glauben, aber diese Menschen werden dann aber nicht mehr zu der Gemeinde gehören. Nachdem die Gemeinde in dem Himmel entrückt worden ist, wird der Gesatzlose dieser Welt geoffenbar worden. Diesen Vers redet der Apostel von Krieg, wo der Antichrist abstehen wird. Und er wird auch untergehen. Das hielt sich meist, als wäre er kurz vernichtet worden, wann er wird ins Verdehl kommen. Aber das ist nicht so. Am Wort erlaubt, eine schreckende Herrschaft auszuüben. Euer, heidurch der wahre Kommen von Christi zu der Herrschaft wird gestürzt worden. Man wie mit unseren Gedanken hier reich haben, so, dass der Mensch von der Sinn, also der Antichrist, nach der Entrückung offenbar wird und heute bei der Erscheinung von Christi wird durch sein, dann heute dort nach kann mehrere Jahre hier auf dieser Erde seine Macht ausüben. Der Herr Jesus wird am durch den Hauch von seinem Müll beseitigen. In Jesaja 11 und in Offenbarung 19. Durch die Erscheinung von seinem wahren Kommen wird am nicht merken, also auslaschen. Bloß ein Wort von Christus und von seinem strahlenden Glanz, von seinem Offenbar worden, sind neidig am der Herrscher von diesem Weltdiktator kommen zu sein, also dem Antichrist dort im Eng zu bringen, der sich gehen am Abstahlen wird. Und wir werden euch ans Mut merken, wann wir und Jesus seine Sieg sind, und der Heilige Jesus in uns wohnt, dann ja wir sicher sein. Der Herr Jesus wird die Siege bewahren. In Paulus Schrift an den Thessalonicher sagt, was ist das, was das abholen wird? Wir können sagen, das ist der Herr Jesus. Aber das ist auch, dass der Heilige Jesus in uns wohnt. Dieser Jesus Gottes, der die Gemeinde hier auf dieser Erde wohnen wird,
in der Gemeinde leben dort, in die der Gläubigen leben dort, von dort her immer wach ist, der ist nicht mehr, wo dort noch was drei Hüllen, dass der Antichrist nicht kann für voll offenbar werden und seine düstere Macht ausüben. Und dann werden wir euch ans Mildmärchen wahrer vernähen, weil wir reut sind, wenn der Herr Jesus kommen wird. Dann haben wir mit. Und wir werden für ewig erlöst sein. Diese ganze Trübsal, diese ganze furchtbare Tiden, die danach werden sind, das geht dann nicht über die Gläubigen, sondern über all die, wenn die drei geblieben sind, wenn sie sich nicht bekehrt haben und ohne Jesus geblieben sind. Und ich wünsche uns Gottes Segen, dass wir alle können, zu Jesus Christus gehören, Arm annehmen als uns persönlicher Rader und reut sein, wenn Jesus kommt. Weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du zu den Dingen stehst. Danke, dass der Herr Jesus in uns wohnt, in den Dieter Gläubigen, dass er auch in der Gemeinde du ist. Danke, dass wir wollen mit dir sein, wenn du was schwerer kommen. Und wir wollen frei sein, glücklich sein für alle Ewigkeit. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.